Liebe Genossinnen und Genossen, mein Name ist Norbert Müller. Ich wurde 1986 in Friezen, das liegt im Oderbruch, geboren, bin verheiratet und habe zwei Söhne. Und weil das gerade in Mode ist, der Spaß sei mir erlaubt. Als Kind habe ich sehr gerne meine Sommerferien bei meinen Großeltern verbracht. Mein Großvater war Bauer, der fuhr allerdings nicht Porsche, sondern einen Traktor der Firma Lanz. In den vergangenen Wochen fiel ich leider durch negative Schlagzeilen auf. Ihr wisst, worum es geht. Die von mir beantragten und durch die Fraktion genehmigten Mandatsfahrten über die Berliner Stadtgrenze sind für viele völlig unverständlich und sie sind öffentlich auch nicht zu erklären. Noch bevor die ersten Presseartikel erschienen, habe ich deshalb entschieden, alle Fahrten vollständig zu rekonstruieren und auf meiner Website zu veröffentlichen. Das hat aber das verheerende öffentliche Bild nicht mehr verhindert. Dafür bitte ich bei euch um Entschuldigung. Ich habe in den vergangenen Wochen erhebliche Zweifel gehabt, ob ich heute hier stehen sollte. Und dass ich heute hier stehe, hat dann im Grunde oder hat zwei wesentliche Gründe. Erstens, ich möchte die Entscheidung bei euch belassen, bei meinen Genossinnen und Genossen, bei der Landespartei, mit wem an welcher Stelle wir in den Wahlkampf gehen. Und zweitens, ich möchte bei euch um meine Themen werben, für meine Ziele, für die ich mich mein ganzes politisches Leben lang eingesetzt habe. Genossinnen und Genossen, vor ziemlich genau, fast auf den Tag genau 17 Jahren, stand ich nach den Landtagswahlen 1999 in der PDS-Geschäftsstelle in Strausberg. Kerstin Kaiser, damals noch nicht, hat mich damals direkt an einen Genossen des sich in Gründung befindenden Jugendverbandes Zollert, die Sozialistische Jugend, verkuppelt. Ich war ziemlich stolz darauf, zur organisierten linken Bewegung zu gehören. An meinem 16. Geburtstag wurde ich Mitglied der PDS, genau genommen zwei Tage vorher, weil das war ein Sonntag und deswegen mussten wir das vordatieren. Seit dieser Zeit sind drei Dinge in meinem politischen Leben zentral. Erstens, unser Einsatz für eine friedliche Gesellschaft. Meine ersten politischen Aktionen waren Proteste gegen öffentliche Gelöbnisse der Bundeswehr. Ihr wisst, was 1999, 2000 mit den ersten Kriegseinsätzen los war. Zweitens, unser antifaschistischer Kampf und unsere Solidarität mit allen anderen antifaschistischen Kräften. Und drittens, die soziale Gerechtigkeit. Vor zwei Jahren rückte ich für die Ahnen in den Bundestag nach. Von ihr übernahm ich nicht nur große Fußstapfen, sondern unter anderem auch die Mitgliedschaft in der Kinderkommission des Deutschen Bundestages und nun auch für ein Jahr deren Vorsitz. Mein zweiter Sohn war damals gerade drei Wochen alt und nach über 10 Jahren Jugendverbandsarbeit und entsprechender Erfahrung dachte ich, das bekomme ich schon hin. Dennoch blickte ich der neuen Aufgabe nicht ohne Nervosität entgegen, so als Neuling. In ein paar Tagen werde ich nun den Vorsitz der Kinderkommission des Deutschen Bundestages turnusgemäß abgeben. In der Bilanz stehen ca. 20 öffentliche Expertenanhörungen, aus dem wir es dieses Jahr geschafft haben, drei öffentliche Stellungnahmen der Kommission im Konsens zu beschließen. Konsens heißt, von Linke bis CDU, CSU müssen am Ende immer alle zustimmen. Wer von euch die Heute-Show gelegentlich sieht, ich weiß, einige tun das, hat vor vielleicht zwei Wochen einen sehr unterhaltsamen Beitrag zu minderjährigen Soldaten bei der Bundeswehr bemerkt. Und dabei ist es im Grunde todernst, wenn inzwischen jeder 12. Rekrut der Bundeswehr minderjährig ist. Das heißt, das sind keine Erwachsenen. Und das ist leider nur die Spitze des Eisberges, wie wir durch diverse Anfragen zutage bringen konnten. Seit dem Aussetzen der Wehrpflicht bemüht sich die Bundeswehr ganz besonders um Jugendliche. Und sie bemüht sich auch ganz besonders um Kinder. Es ist skandalös, dass die Zahl der minderjährigen Soldaten seitdem mehr als verdoppelt wurde. Ja, es ist skandalös, wenn die Bundeswehr Partnerschaften mit Schulen, mit Kitas, sogar mit Kinderheimen pflegt. Und es ist skandalös, dass Jugendoffiziere, 1400 an der Zahl, in Klassenzimmern für Krieg werben dürfen und Kinder auf den kostenlosen Ferienfreizeiten der Bundeswehr auch noch zum Kriegsspielen animiert werden. Das ist völlig inakzeptabel, liebe Genossinnen und Genossen. Und zugleich ist dieser ganze Vorgang den herrschenden, regierenden Parteien doch immerhin so peinlich, dass sie es am liebsten totgeschwiegen hätten. Aber nein, wir schweigen nicht. Als ich das Thema in der Kinderkommission aufgerufen habe, wurden einige im Verteidigungsministerium sehr nervös. Bereits in der ersten öffentlichen Anhörung wurde ein Sachverständiger, ein Jugendoffizier, den ich eingeladen hatte, über das Landeskommando Berlin der Bundeswehr, direkt durch die Hausleitung des Verteidigungsministeriums wieder ausgeladen. Das ist im parlamentarischen Raum doch eine Besonderheit. Warum ist das so? 1600 minderjährige Soldaten sind für die Armee im Einsatz inzwischen schlichtweg unverzichtbar. Und am Ergebnis unserer Arbeit ist das Thema aus der Öffentlichkeit jetzt aber nicht mehr wegzubekommen. In der Kinderkommission habe ich meinen Kollegen von der CDU/CSU davon überzeugt, dass Minderjährige eben keine Soldaten sein sollten. Und ich habe ihn überzeugt,
dass es weder Werbung von Kindern, noch Werbung mit Kindern, noch Werbung an Kindern für das Militär geben sollte. Und jetzt bin ich nicht auf allzu viel stolz, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, aber darauf bin ich dann doch ein bisschen stolz. Wir konnten einstimmig einen entsprechenden Beschluss fassen. Jetzt müssen wir nur noch den Rest der Großen Koalition überzeugen, liebe Genossinnen und Genossen. Denn ich streite dafür, dass Kinder und Jugendliche in Frieden aufwachsen und nicht in Tarnfleck. Ich streite für eine konsequente Friedenserziehung und gegen die Relativierung von Krieg durch Jugendoffiziere oder durch irgendwelche Planspiele. Und ich streite weiterhin für eine friedliche deutsche Außenpolitik und ganz klar gegen jeden Auslandseinsatz der Bundeswehr, egal ob es ein Stabsoffizier ist, der in Sudan geschickt wird, oder 1300 Soldaten, Kampftruppen, die in Afghanistan sind. Ein weiteres Thema, das uns und mich dauerhaft umtreibt, ist die Armut in Familien, ist die Armut von Kindern. Wir wissen, dass diese Armut nicht gegeben ist, sondern dass sie geschaffen wird. Und in Deutschland wird eher etwas dafür getan, dass arme Menschen eben dauerhaft arm bleiben, als dass sie jemals der Armut entkommen können. Im Klartext, ein armes Kind hat schlechtere Bildungschancen, es hat oft eine schlechtere Gesundheit, es hat weniger gesellschaftliche Teilhabe. Unser Bildungssystem diskriminiert diese armen Kinder systematisch. In der Folge haben sie später die schlechtesten Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Ihr kennt die Konsequenz, wer als Kind arm ist, hat allzu oft später selbst arme Kinder und er bleibt auch im Alter arm. Und meistens werden diese Menschen nicht mal so alt wie der Rest der Bevölkerung. An nichts wird der Klassencharakter unserer Gesellschaft deutlicher als an der Armutsfrage, liebe Genossinnen und Genossen. Und am liebsten möchte man dann den Robin Hood geben, möchte rausgehen, den Reichen nehmen, den armen Familien geben, aber es ist eben viel komplizierter. Armut, besonders Kinderarmut, hat im Kapitalismus eine gesellschaftliche Funktion. Was meine ich damit? Jeder Mensch liebt seine Kinder. Jeder Mensch will das Beste für seine Kinder. Und heute wird viel über sogenannt abgehängte und von Abstieg bedrohte Mittelschichten gesprochen. Überlegt doch mal, was das Wissen um die Wirkung von Armut in den Köpfen der Menschen macht, welche nackten Äxte hier geweckt werden sollen und auch geweckt werden. Im Zeitalter des Neoliberalismus, der Entsolidarisierung, heißt das für viele, den Ellenbogen noch engagierter auszufahren. Und das ist genau das, für das die AfD steht. In ihrem Programmentwurf hieß es, ich zitiere, eine staatliche Finanzierung des selbstgewählten Lebensmodells alleinerziehend lehnen wir ab. Das ist eine Unverschämtheit, liebe Genossinnen und Genossen. Die AfD ist jene Partei, die am perfidesten die Menschen dazu aufruft, nach unten zu treten und sich weiter zu entsolidarisieren. Und dann müsst ihr wissen, dass mehr als die Hälfte aller Kinder, die von Hartz IV leben müssen, bei Alleinerziehenden leben. Die leben meistens bei ihren Eltern. Das ist kein selbstgewähltes Lebensmodell. Es ist häufig mit Armut verbunden. Und dagegen müssen wir was tun, liebe Genossinnen und Genossen. Das Familienbild der neuen Rechten ist dann Vater, Mutter, Kind. Die Frau hat sich unterzuordnen, geht die Beziehung in die Brüche, sollen Mütter und am besten die Kinder mitbestraft werden. Von uns muss eine klare Botschaft ausgehen. Wir sind die, die an der Seite der sozial Ausgegrenzten stehen. Die Menschen sind nicht schuld an ihrer Armut. Nein, sie sind nicht schuld an ihrer Armut. Und schon gar nicht ihre Kinder. Verantwortlich für ihre Armut sind nicht sie, sondern ein Wirtschaftssystem, das gleichzeitig krassen Reichtum schafft. Diese Reichtümer entstehen, weil andere Menschen täglich dafür arbeiten. Und so wie sich die Armut der Menschen vererbt, wird auch der Reichtum vererbt. Christian hat alles dazu gesagt. Und er wird nahezu nicht mehr besteuert. Die Kehrseite des Reichtums in Deutschland ist auch die Armut von mehr als 2 Millionen Kindern. Das ist unanständig, das ist regelrecht pervers und das wollen wir jetzt ändern. Cem Özdemir hat auf dem Grünen Bundesparteitag gefordert, dass man armen Kindern ihre Armut nicht mehr ansehen solle. Uns als Linken geht es nicht darum, dass man den armen Kindern ihre Armut nicht mehr ansieht. Wir wollen, dass diese Armut nachhaltig und wirklich beseitigt wird. Liebe Genossinnen und Genossen, das unterscheidet uns von den Grünen und das unterscheidet uns mittlerweile auch von weiten Teilen der SPD. Wir müssen im Wahlkampf deutlich machen, wer Armut wirklich bekämpfen will, hat nur eine Alternative und das sind wir. Wir haben dazu eine Reihe von konkreten Vorschlägen, mit denen will ich eigentlich gar nicht in den Wahlkampf. Am liebsten könnten wir sie jetzt beschließen im Deutschen Bundestag mit den vorhandenen Mehrheiten. Erstens, wir wollen für alle Kinder in Kita und Schule ein kostenloses Frühstück und Mittagessen. Zweitens, wir wollen, dass alle Kinder in dieser Gesellschaft gleich viel wert sind. Das heißt, das Kindergeld muss genauso hoch sein wie die maximale steuerliche Entlastung durch den Kinderfreibetrag. Drittens,
Wir brauchen endlich eine bedarfsgerechte Ermittlung der Regelsätze für Kinder. Ich komme zum Schluss. Weihnachten steht vor der Tür. Dass der Weihnachtsbaum bei den Regelbedarfssätzen für Kinder rausgerechnet wird, das hat mit Christentum überhaupt nichts mehr zu tun. Das hat mit Nächstenliebe überhaupt nichts mehr zu tun. Und deswegen brauchen wir eine Neuberechnung der Regelsätze für Kinder. Mit der Willkür muss Schluss sein. Und viertens, wir brauchen auch bundesweit den Einstieg in die beitragsfreie Kita. Bildung darf nichts kosten. Liebe Genossinnen und Genossen, das sind die Themen, für die ich seit vielen Jahren stehe, für die ich kämpfen möchte, auch weiter im Deutschen Bundestag. Ich bewerbe mich um Listenplatz 4 und bitte um euer Vertrauen. Vielen Dank. Applaus